Doch leider stellen wir nur Harvard-Absolventen ein. Sie haben nicht nur nicht in Harvard studiert, sie haben überhaupt nicht Jura studiert. Was, wenn ich Ihnen sage, dass ich Wissen konsumiere wie sonst niemand und die Anwaltszulassung bestanden habe? Ich würde sagen, Sie erzählen Quatsch. Das ist doch ein Barbie-Jura-Skript, nicht wahr? Klappen Sie es auf, lesen Sie was vor, egal was. Die zivilrechtliche Haftung im Rahmen der Stellvertretung steht mit mehreren Faktoren im Zusammenhang. Unter anderem mit dem Handeln des Vertreters innerhalb seiner Vertretungsmacht, des Vorlegens einer Anscheinsvollmacht und der Art des Schadensersatzes. Woher wussten Sie das? Das habe ich gelernt. Für die Zulassung. Als Anwalt. Gut, Sias. Benutzen Sie den Laptop. Ich will Ihnen mal zeigen, was ein Harvard-Anwalt kann. Suchen Sie sich ein Thema aus. Zurückdatierung von Aktienoptionen. Obwohl es legal ist, Optionen zurückzudatieren, entstehen doch Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Offenlegung für die Abgabenordnung Abschnitt 409a. Sie haben Sarbanes-Oxley vergessen. Durch die Verjährungsfrist ist Sarbanes-Oxley nach 2007 irrelevant. Aber nicht, wenn man Handlungen findet, die Rechtsverletzungen verschleiern, wie vom Bundesberufungsgericht für den 6. Bezirk im Mai 2008 festgelegt wurde. Das ist beeindruckend, aber Sie sitzen auch vor dem Computer. Ich spiele hart. Entschuldigung, wenn Sie mich schlagen wollen, aber das ist anders.